Deutscher Fußballbund passiert. Im Namen des Deutschen Fußballbundes die Mannschaft von SV Eintracht zum deutschen Fußballmeister 1970. Eintracht Braunschweig hat Dynamo Kiew ausgeschaltet. Herzlichen Dank. Schlag die Pille bis nach Wolfenbüttel, meinetwegen. Baczynski und Lieberknecht klären und dann ist Schluss. Ja, herzlich willkommen zurück zu Eintracht Lebenslang. Wir haben uns überlegt, dass wir unsere Geschichtsstunden jetzt auch ein bisschen separat veröffentlichen. Dann sind die regulären Folgen nicht ganz so lang und ihr könnt die... Ausgliederung. Das hier ist jetzt die KGAA von Eintracht Lebenslang. und ihr könnt dann auch die Geschichtsstunden einzeln nachverfolgen. Ich hatte hier die alten schon mal rausgeschnitten aus den regulären Folgen und einzeln separat bei YouTube veröffentlicht. Das ist jetzt, könnt ihr da nochmal nachhören in den regulären Folgen über Apple, Spotify und Podcast.de und so weiter. Sind die immer noch Bestandteil der alten normalen Folgen? Und um das jetzt zu umgehen, weil es dann auch immer so ein bisschen bei den einzelnen veröffentlichten YouTube-Folgen mal so ein bisschen merkwürdig geklungen hat, weil es ja so direkt aus der Folge rausgeschnitten war, passte das immer nicht so ganz mit der Begrüßung und der Verabschiedung hinten dran. Deswegen nehmen wir das jetzt hier separat auf. Ich bin der Tobi und natürlich der Geschichtsprofessor. Martin ist natürlich auch da. Guten Abend. Guten Abend. Und wir waren stehen geblieben, wann haben wir denn die letzte Geschichtsfolge gemacht? Das war im März irgendwann, kann das sein? Das war vor der Corona-Unterbrechung auf jeden Fall, ja. War das nicht schon Stimmt, in der Corona. Hatten wir die 67er-Folge gemacht und kurz danach dann noch die 68er? Ja, stimmt, ja. Also wir waren auf jeden Fall 1968 stehen geblieben und in Realtime schon im März, glaube ich, ja. Ja, ich glaube, das war es. Deswegen geht's heute weiter mit der Saison 68-69 und 69-70. Und was ich jetzt beim Elf-Leben-Uli-Hoeneß-Podcast gelernt habe und auch bei unserer letzten Folge, es war damals nicht unüblich, dass Vereine quer durch die Welt geflogen sind, um Freundschaftsspiele irgendwo in Algerien in unserem Fall oder USA in unserem Fall oder in Peru. Oder Island, wie Holstein Kiel. Genau, also wirklich war damals absolut üblich. Man heute regt sich hier darüber auf, weil denn eher China und Katar und so als Städte dafür dienen, dass er noch andere Gründe hat, aber es war damals schon nicht anders. Damals auch schon mit Geld, also Pelé hat dann das meiste Geld bei FC Santos mit Gagen für Spiele in Europa und so bekommen. Also, dass sie da irgendwie die Hälfte bekommen hat, weil die Leute für Pelé gekommen sind. Und damit, also der FC Santos zum Beispiel, da richtig viel Kohle mitgemacht in den 60er Jahren, weil die mit Pelé dann durch die Welt, auch Europa, Afrika und so getourt sind. Da gab es ja auch schön irgendwo in Liberia oder so, wo die den Bürgerkrieg unterbrochen haben, damit die Pelé spielen können. Und was nicht, irgendwo in Westafrika haben die dann beide Seiten da das Spiel gegen FC Santos sehen können. So. Kranke, also was Weltreisen angeht, also geht das schon sehr, sehr weit zurück auch. Also es gibt in Tschechien, in Prag den Bohemians FC, als Fußballverein, die heißen Bohemians und haben Känguru als Wappen, weil die mein Känguru als Präsent auf der Australienreise in den 20er Jahren bekommen haben. Auch absurd ohne Ende ist eigentlich. Aber trotzdem super, super Story, Alter. Also die von als Identität dadurch natürlich nochmal erweitert, Leute. Die haben Känguru als Wappen in Prag. Kommt man darauf? Oder bei Boca Juniors in den 20er Jahren auch mal eine riesen Europareise, wo heute noch der die Fanvereinigung oder wenn man Fan von ist heißt La Doce, die 12, weil der 12. Mann in dem Sinne, weil damals ein Journalist, der riesen Boca-Fan war, also ist quasi dann, glaube ich, sogar extra Journalist geworden, damit er als Reporter die Reise in Europa begleiten kann, damit er dabei sein konnte, wenn die in Europa spielen. Weil er das unbedingt wollte. Und er wurde dann gesagt, weil er so dafür gebrannt hat, war der 12. Mann und darauf berufen sich die Fans heute. Und das ist quasi der größte Fußballverein in ganz Südamerika und einer der größten der Welt. Die haben immer auch damals schon Riesenreisen gemacht. Also das ist historisch voll großes Thema. Damals hat wirklich auch den ganzen Spielbetrieb auf den Kopf gestellt, weil die sind ja nicht... Jahren von Buenos Aires nach Europa geflogen, die sind gefahren. Und wenn man weiß, wie lange eine Schiffreise von Südatlantik auch noch, von Buenos Aires, bis nach, ich glaube, Lissabon oder Cadiz oder irgendwo für Iberischen Halbinsel. Das ist schon sehr, also sehr, sehr beeindruckend schon ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, krass, dass das damals ging so. Und das Spiel ist, also, ich meine, die waren monatelang weg. Monatelang.
Ja, auch generell krass, was wie viele Spiele damals gespielt wurden. Wir hatten es ja in unserer Meistersaison, wie als den Eintracht irgendwo in NRW gespielt hat, und da wurden noch mal zwei, drei Testspiele zwischendurch drangehängt, dass du da vier, fünf Spiele in einer Woche hattest, hat keinen gekratzt War irgendwie normal, so, ne? genau. Und also auch für Antrittsgelder, also ganz normal. Ich weiß, da gab es auch, ich glaube, auch in der Meistersaison, als irgendwie Eintracht in Karlsruhe gespielt hat, haben die irgendwie einen Tag vorher bei irgendeinem Verein in Baden-Württemberg, waren die zu Gast für irgendwie 75. Vereinsjubiläum oder so ein Kram. So ein großes Festspiel und so, auch mit dem, dass sie die besten Spieler spielen müssen und so. Also heute undenkbar, da jeder Trainer Ja. würde wahrscheinlich den Job hinschmeißen, wenn der einen sagt, der soll dann eine Stammelf da 24 Stunden vorher zum Freundschaftsspiel irgendeinen Dorfverein hingeben. Aber damals völlig normal. Das, wie gesagt, so mussten die Vereine sich damals auch noch finanzieren teilweise, und das war es halt auch so ein Ding halt so, ne? Also solche Freundschaftsspiele, so, also Sportler, die verdienen ja Geld mit Fußball spielen, dann können die auch jeden Tag Fußball spielen, so unter dem Motto. So Belastungssteuerung war, das Wort gab's nicht, ne? In den Ja, 60er Jahren. waren ja alles Ja, nur ich Amateure, glaube schon 15 Jahre, keine ja. Profis. Das stimmt auch, waren nicht mal Profis, aber trotzdem hat man so gedacht, ja. Ja, das Ja. wird uns In vielleicht, Deutschland waren es keine Profis, ja. eben, das wird uns vielleicht in der Ja. nächsten Folge mehr beschäftigen. Stichwort Verschiebungsskandal, Bundesliga-Skandal 1970, 71 und so weiter. Ja. Aber heute erstmal die Saison 68, 69. Ja, Ja. wir hatten ein paar Abgänge zu verzeichnen. Klaus Meier und Wolfgang Brase haben ihre Karriere beendet nach der letzten Saison. Ja, bei Wolfgang Brase hat es auch mit der Krankheit, dieser Truppenkrankheit, die er hatte, glaube ich, zu tun gehabt. Naja, war ja in der meisten Saison auch nur Stammspieler in Anführungsstrichen, weil Brase da diese Krankheit hatte. Und Klaus Meier und Johansen waren sich ja eh nie so grün, also der mochte Klaus Meier einfach nicht, und andersrum. Also hatte eh nie einen guten Stand, deswegen war das, glaube ich, da auch eine Folgerichtung, dass der Meier gegangen ist, so. Oder weniger, aus meiner Sicht. Also die waren wohl so, heißt es nicht so gut aufeinander zu sprechen immer. Helmut Johansen. Ja. Ja, dann haben wir noch Hans-Georg Ja. Dulz, der zum FC Aarau gewechselt ist in die Schweiz, und Wolfgang Simon ist zum VfL Wolfsburg gewechselt. Wie viele Eintracht-Spieler damals übrigens. Damals der VfL Wolfsburg noch so als Rentenstation oder so für. Ich glaube sogar Klaus Gerbien hat, glaube ich, auch noch ein Jahr in Wolfsburg und so gespielt. Damals der VfL Wolfsburg halt so. Da konnte man seinen Wohnort behalten, nochmal ein bisschen Geld so mit über 30 beim Fußball verdienen. Ne? Also Ja. auch nicht unüblich gewesen, dass Eintracht-Spieler nach Wolfsburg gegangen sind damals, weil Das damals die Kräfteverhältnisse noch ein bisschen anders waren hier, ne? hat sich etwas geändert, Sportlich. ja. Leider, ja, in den letzten 25 Jahren. Ja, Ja, aber Zugänge haben wir einen, der heute immer noch Rekordspieler der Franz Eintracht Merkur ist. hat Pferde am Franz. 7. September 1968 beim Heimspiel gegen Meidericher, also gegen Duisburg, wurde eingewechselt nach einer Stunde, sein Debüt, sein erstes von über 500 Spielen gemacht. Und seinen ersten Startelf-Einsatz allerdings erst am, ich glaube, 26. Spieltag gegen Stuttgart bekommen. Also war da, also der Saison noch nicht so die Rolle gespielt, aber war sicherlich der im Nachhinein der wichtigste Neuzugang, auch wenn es natürlich noch ein paar andere gab. Also wir haben zum Beispiel hier Bernd Dörfel vom HSV, der da auch kein unwichtiger Spieler war, noch auf die alten Tage verpflichtet. Ja, dann noch Hartmut Weiß vom VfB Stuttgart. Ja, das waren so die wichtigsten. Also damals, die beiden waren so die Transfers, die damals eher für die Saison selber wichtiger waren und in der Öffentlichkeit größere Beachtung fanden. Ja, und Eintracht ja, siegte gleich 1-0 gegen den, mit 1-0 gegen den HSV, wo Bernd Dörfel gleich auf seinen Bruder traf, ne? Charlie Dörfel, Gerd Dörfel, auch Charlie genannt. Ja, und insgesamt lief die Hinrunde sehr gut. Eintracht war am Ende der Hinrunde Platz 3, vor allem in der Fremde war Eintracht das beste Team der Liga. Hat irgendwie von 9 Spielen 5 gewonnen, 2 unentschieden, was damals für den Heimvorteil noch größer war, eine richtig gute Ausbeute war auf fremden Plätzen, und war, wie gesagt, da sehr weit, sehr gut mit dabei. Bis zu dem Zeitpunkt hatte die damals zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte in der ersten Liga. Und mit dem 0 gegen Frankfurt am 1. Februar, das ist der 20. Spieltag, da zu dem Zeitpunkt war Horst Wolter auch 512 Minuten ohne Gegentor, und da hat sich Eintracht auf den zweiten Tabellenplatz sogar geschoben. Hinter Borussia Mönchengladbach und punktgleich Bayern München, aber mit weniger Verlustpunkten. Nicht, stopp, hinter Bayern München, punktgleich mit Borussia Mönchengladbach, aber mit weniger Verlustpunkten. Das waren ja die beiden großen Vereine dann auch ab der Saison in den folgenden Jahren, also die beiden erfolgreichsten. Allerdings hat danach ein Einbruch stattgefunden, halt nach dem 20. Spieltag,
von den letzten 14 Spielen konnte Eintracht nur noch 3 gewinnen. Da, außerdem ist man im DFB-Pokal in Bremen sehr, sehr schädlich, also schändlich mit 0-5 ausgeschieden, was halt damals auch nicht, also den Ansprüchen entsprach, sag ich mal, wie man sonst in der Saison gespielt hat. Und ja, am Ende der Saison war noch dadurch, dass sich dann die Bayern etwas absetzen konnten und zur Meisterschaft dann spazieren konnten, wir auch Gladbach, genauso wie Eintracht eben eingebrochen ist, der Zuschauerzuspruch geringer, denn das war ja auch die letzte Saison, wo man noch nicht um die UEFA-Cup-Plätze kämpfen konnte, also war Platz 2 und Platz 16 im Prinzip, der noch kein Abstiegsplatz war, waren im Prinzip das gleiche, nur vom Vorteil, was du bekommen hast am Ende der Saison. Und deswegen war am letzten Spieltag in der Bundesliga in der Saison waren nur 39% der Plätze in den Stadien besetzt, das war vor dem Wettskandal. Muss man auch noch dazu sagen. Aber da war einfach so, die Leute sind nicht gekommen als Sport, also war Sportliche dann noch viel wichtiger, ob du ins Stadion gegangen bist oder nicht. Bei Eintracht waren gegen Offenbach nur 5.421 Zuschauer im Stadion, was ja schon ein Minusrekord bis zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga war. Und als Beispiel allerdings, dass es noch schlechter geht, am letzten Spieltag VfB Stuttgart gegen Kaiserslautern, für die es um beide um rein gar nichts. Stuttgart wurde Fünfter in der Saison, immerhin sogar, also die eigentlich auch gut waren, Stuttgart, so gut wie Eintracht ungefähr, da waren weniger als 2.500 Zuschauer im Stadion. Ein Bundesligaspiel, Stuttgart gegen Kaiserslautern, auch nicht irgendwelche Dulli-Vereine, so unter dem Motto. Ja. Kann aber man sich Eintracht, heute nicht mehr vorstellen, ja. Ja, unvorstellbar, da würden also zum Testspiel kommen mehr Spiel, Leute bei Stuttgart gegen Kaiserslautern. Ja, wie gesagt, Eintracht dann allerdings schlecht die Saison abgeschlossen. War allerdings trotzdem das immer noch das zweitbeste Auswärtsteam der Liga mit 16-18 Punkten. Also auswärts war man halt damals schlechter als heutzutage. Der Heimvorteil war größer. Allerdings geteilt mit drei anderen Teams das schlechteste Heimteam mit nur 21-13 Heimpunkten. Eintracht wurde Vierter. Wie gesagt, damals gab es gerade keinen UEFA Cup, sonst hätte man vielleicht da sogar mitspielen können. Punktgleich mit Gladbach, die Dritter wurden Vizemeister. Alemannia Aachen, beste Saison der Vereinsgeschichte. Ja, das vielleicht auch nochmal als Meister Bayern München, wie gesagt. Ja, ja mit der ersten mit der ersten Bundesligameisterschaft, ne? Ja, nach der Saison, genau, erste Bundesligameisterschaft und zweite der Vereinsgeschichte überhaupt. Nach der Saison ging es dann wieder auf USA-Reise, aber die wollen wir jetzt nicht so detailliert besprechen wie die letzte, weil die nicht mehr so wichtig oder nicht so ereignisreich und besonders war dann die zweite. Allerdings wurde die Saison von etwas überschattet, was wir jetzt extra aufgespart haben, weil wir da extra drüber reden wollen, nämlich den tragischen Unfalltod von Sigrid und Jürgen Moll im Dezember 1968 und der quasi die Saison ein bisschen überschattet. Ja, das, wie gesagt, am 16. Dezember 1968, einen Tag nach dem Vereinsgeburtstag, sind die beiden beim Autounfall auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover wegen Glatteis verunglückt, das Auto hat sich überschlagen und sind beide dann gestorben. Wie gesagt, sowohl Jürgen Moll als auch seine Ehefrau Sigrid, die eine aus dem Fernsehen bekannte Schauspielerin damals auch. Es war auf der Rückfahrt vom Kurzurlaub auf Sylt, auf der Höhe von der Gemeinde Ehrendorf. Wie gesagt, wegen Glatteis, gegen eine Leitplanke überschlagen, ja, mehrfach überschlagen, auf dem Acker gelandet, nicht gut. Ja, wie gesagt, Jürgen Moll, damals 29 Jahre alt, war sofort tot, seine Frau verstarb dann auf dem Weg ins Krankenhaus und das Ehepaar hinterließ eben ein Haus in Leere und zwei kleinen Kinder, die anderthalbjährige Caroline und die vierjährige Eike. Eike Moll ja auch noch heute diejenige, die zum Beispiel die Facebook-Seite des Jürgen Moll betreut und da sehr, sehr viel für das Andenken ihres Vaters, also sehr viel da zusammengesammelt hat und so und dann Jürgen Moll betrifft. Und dadurch, also es war natürlich ganz Braunschweig war natürlich schockiert und traurig. Es gab am nächsten Tag in der Braunschweiger Zeitung einen Sonderdruck, der verteilt wurde wegen des Todes von Jürgen Moll, der auch, wie gesagt, nicht nur als Fußballspieler bekannt war, sondern auch Werbung viel gemacht hat, weil er halt so ein bisschen blonde Haare, gutes, attraktiv, schönes Lächeln, auch so in der Werbung sehr viel oder recht viel zu sehen war. Und ja, wie gesagt, Sonderdruck in der Braunschweiger Zeitung. Die Nationalmannschaft war zu dem Zeitpunkt in Chile.
Na klar, ich war in Chile zu dem Zeitpunkt und mit dabei waren auch vier Spieler der Eintracht mit Horst Wolter, Lothar Ulsers, Klaus Gerwin und Bernd Dörfel. Deswegen konnte wahrscheinlich Jürgen Moll auch mit seiner Frau nach Sylt fahren zu dem Zeitpunkt. Und Bundestrainer Helmut Schön hat die natürlich zuerst davon unterrichtet. Später hat Horst Wolter gesagt, er hätte am liebsten, wäre er mit der nächsten Maschine nach Hause geflogen, als er das gehört hat. Ja, und dann gab es auch eine Trauerminute bei einer Nationalmannschaft, eine Schweigeminute dafür, wo er ja auch ein paar Länderspiele gemacht hat. Und am 20. Dezember wurden Sigrid und Jürgen Moll unter, also bei über 4000 Trauergästen auf dem Braunschweiger Hauptfriedhof beigesetzt, darunter auch die komplette Mannschaft von Hannover, die da das letzte Geleit mitgegeben haben. Und Jürgen Moll, wie gesagt, gebürtiger Braunschweiger, 1958 von Lloyd zur Eintracht gewechselt und hat 1963 das gegen Preußen Münster das erste Heimtor der Bundesliga für Eintracht erzielt. Insgesamt 296 Pflichtspiele und 105 Tore für den BTSV, erst als Stürmer, später dann auch als Linksverteidiger in der Meistersaison, haben wir auch schon drüber geredet, über ja. Taktischen Schachzug. Und ja, damals gab es dann eben auch dann am 14. April 1969 ein Benefiz-Spiel oder Spieltag quasi für die beiden Töchter, die beiden kleinen Töchter, Epas Moll, also für Eike Moll und Caroline Moll. Und ja, wie gesagt, am 14. April 1969 hat der Altbundestrainer Sepp Herberger sogar das einzige Mal nach dem Finale von Bern nochmal in der mit der Weltmeistermannschaft von 1954 gespielt. Das wollte er eigentlich nie wieder machen, aber hat er eine Ausnahme gemacht wegen Jürgen Moll, wegen dieser Situation eben, weil eigentlich wollte er gesagt, dass wir nie wieder diese Mannschaft zusammenspielen. Und auch mit ihm an der Seitenlinie war das halt in dem Spiel der Fall. Ja, die komplette WM von 1954 hat gegen ein prominenten Team gespielt und das prominenten Team halt wurde von Helmut Johansen und Chick Tchaikovsky von Hannover, den Trainern, als Trainer geführt. Auch einige frühere Eintracht-Spieler waren dabei und die Weltmeister haben vor 20.000 Zuschauern mit 1-0 gewonnen. Wie gesagt, nochmal das einzige Mal, dass die Helden von Bern jemals nach dem Endspiel von Bern nochmal zusammen auf dem Fußballplatz standen. Danach ein Spiel, was vielleicht ähnlich unglaublich war, denn dann gab es ein Spiel, wo eine gemischte Mannschaft von Eintracht und Hanoi zusammen gespielt hat gegen eine Bundesliga-Auswahl, wo quasi jeder Verein unentgeltlich einen Spieler abgestellt hätte, zum Beispiel auch Uwe Seeler dabei, also schon auch namhafte Spieler. Und ja, das niedersächsische Erzrivalen Kombui hat dann 2 gewonnen. Wie gesagt, das gab es davor und danach auch nie wieder natürlich. Da bei dieser Veranstaltung wurden 120.000 Mark für die beiden Molltöchter gesammelt und von dem Geld konnten sie später ein Haus bauen. Ja, das Geld wurde für die Großeltern gesammelt, die das dann Konto damit für die Kinder eingerichtet haben und mit dem Ersparten dann von dem Konto konnten Haus. Ja, also deswegen lag der tragische das tragische Ereignis der Saison, wie gesagt, Jürgen Moll, einer der größten Spieler in der Vereinsgeschichte, da gab es ja auch, als ich das zum 50. Mal jährte, gegen Halle damals die große Choreo für die beiden, wo auch Eike Moll ja im Innenraum stand und das unter Tränen dann, ich glaube, sogar das angesehen hat, das Ganze unter dem Motto, das Leben ist endlich ewig die Erinnerung, wo dann ja auch noch das eine Bengalo unter dem durchsichtigen Logo, was quasi ein weiteres flammende Herz visiert hat, war sehr, sehr schön, fand ich auch, ja. Dass man sich, also wie gesagt, das Andenken wird dann noch wieder hochgehalten an Jürgen Moll und auch an Sigrid Moll. Und ja, das war wie gesagt der traurige Punkt in der Saison. Bemerkenswert halt wirklich, dass Eintracht erst im Februar kam und nicht quasi direkt nach dem Tod, wie meinen könnte vielleicht, wenn da ein Spieler auf einmal wegbricht, auf tragische Art und Weise. Wir haben vor der Aufnahme Tobi und ich darüber geredet, als das zum Beispiel bei Hannover mit Robert Enke der Fall war. Die sind ja haben da wirklich Probleme in den Monaten danach Sport ja noch, weil das haben die auch gesagt, psychologisch zu heftig war und ja, viel weggebrochen ist, aber bei Eintracht scheint das damals nicht so der Fall gewesen zu sein. Vielleicht hat das, kann ich nur mutmaßen, auch mit den Zeiten zu tun, dass man einfach damals nicht mal 25 Jahre nach dem Krieg da nicht so von mitgenommen war, wenn jemand
gestorben ist oder das nicht so, was der Wein ausgewirkt hat. Weil ich war das damals einfach noch ein bisschen präsenter. Ich kann immer noch Mut machen, das ist jetzt einfach nur, ich bin viel zu jung, um das richtig beurteilen zu können, aber das kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, vielleicht war es ja auch so, dass das den gegenteiligen Effekt hatte als bei Hannover, also das dann irgendwie beflügelt, dass sie dann extra für Jürgen Moll noch Ja, weiter gespielt die waren haben. ja So, schon ja. Dritter, als er verstorben ist. Ja. Das ist ja also nicht so, ja, wie gesagt, waren ja auch davor schon richtig gut. Aber ja, wie gesagt, das ist halt sehr, sehr tragisch. Aber Jürgen Moll, auf jeden Fall einer der großen Eintracht-Spieler. Nicht nur wegen Teil der Meistermannschaft war, sondern auch so viel, also in der Oberliga schon als junger Spieler sehr, sehr viele Tore geschossen und einfach sehr über 10 Jahre, die 10 Jahre, die er bei Eintracht gespielt hat, war er eigentlich fast immer Stammspieler. Hat wie gesagt fast 300 Spiele gemacht, über 100 Tore geschossen. Doch immer noch einer der erfolgreichsten Schützen der Vereinsgeschichte und ja, wie gesagt deutscher Meister geworden, erstes Heimtor der Bundesliga, also eine Figur, die da leider zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Genauso natürlich auch wie seine Frau, die da wird vergessen. Ja, natürlich schwierig jetzt mal einen Bogen zur nächsten Fußballsaison zu bekommen nach der Thematik, aber auch 1969, 70 ging es nochmal weiter. Um Jürgen Moll zu ersetzen, hat man mit Max Lorenz auch nochmal einen altgedienten Spieler von Werder Bremen geholt, der auch Nationalspieler war, so quasi im Vorjahr Dörfel hat man jetzt Max Lorenz verpflichtet. Allerdings startete man, also gut, es gab natürlich noch weitere Verpflichtungen, die allerdings größtenteils erst später wirklich wichtig wurden. Also Bernd Gersdorf kam von Tennis Borussia Berlin, der hat schon vorher in Braunschweig studiert und hat mittrainiert ein Jahr bei der Eintracht und hat man ihn gleich fest verpflichtet. Friedhelm Hebermann kam von Eintracht Duisburg. Der wurde überraschend schnell Stammspieler und den bis 1978 behauptet, ja auch einer der großen Spieler dann der Sebec-Jahre, genauso wie Gersdorf, also das waren dann neben Lorenz noch langfristig die wichtigsten Transfers. Ja, Berg ist zu 1860 gewechselt, das ist vielleicht nochmal der Abgänge der wichtigste. Und man hat mit Max Lorenz dann ein halbes Nationalspieler in Braunschweig gehabt, nämlich neben Lorenz dann noch Bernd Dörfel, Klaus Gerwin, Erich Maas, Lothar Ulsers und Horst Wolter. Allerdings startete die Saison gar nicht gut, sondern eher desaströs. Oh ja. Den 200. Bundesligaspiel am 6. September gab es auch 0-4 gegen Aufsteiger Rot-Weiß Oberhausen und Eintracht war erstmals Tabellenletzter in der Bundesliga. Das war auch die bis dato höchste Heimniederlage in der Spielklasse. Und ja, das ließ schon erahnen, was passieren sollte, nämlich eine Saison im Abstiegskampf. 7. Bundesliga, ja. Wie gesagt, die Saisonvorbereitung, muss man noch dazu sagen, war eigentlich verheißungsvoll. Man hat 4-0 gegen Sunderland gewonnen und auch schon nach 35 Minuten 4-0 geführt. Auch gegen, allerdings ging dann schon die Generalprobe gegen Slovan Bratislava mit 1-3 verloren und Walter Schmidt, der ja auch ein wichtiger Teil der Meisterelf war, hat sich verletzt. Zunächst hieß es quasi Bänderdehnung im Knie, allerdings war später eine schwere Verletzung und er musste seine Karriere beenden. Und nach Moll vorher eben schon aus sportlicher Sicht jetzt nur auch der zweite wichtige Säule im Eintracht-Team, die dadurch quasi abhanden gekommen ist. Das Spiel gegen Oberhausen war, da war man Tabellenletzter, aber schon am ersten Spieltag auswärts in Köln hat man ein sehr, sehr verflixtes Spiel gehabt. Da hat man 2-0 zur Halbzeit geführt, sah eigentlich alles gut aus, hat auch richtig guten Ball anscheinend gespielt. In der Fußballwoche hatte Reporter Egon Wiedemeyer geschwärmt. Es war eine Meisterleistung der Eintracht. Die Überwindung des Mittelfelds mit Kreuz- und Doppelpässen wurde oftmals geradezu schulmäßig vorgeführt. Beim Abpfiff dann war es allerdings so, dass Eintracht mit leeren Händen in einer 3-2 Niederlage dastand. Wiedemeyer schrieb dazu, also das erste Tor von Köln war ein Elfer und dazu schrieb er ein Elfmeterpfiff, der ein ganzes Stadion zum Lachen brachte. Das war wohl so Polyvka, der Ex-DDR-Spieler damals in Eintracht war, hatten wir auch die Geschichte schon, und der Kölner Spieler Rupp waren 18 Minuten vor Schluss aus der Drehung, also auf dem Boden beide über den Ball gefallen, ausgerutscht und dafür gab es Elfmeter. Erich Maas noch ein Tor aberkannt und FC-Keeper Manglitz wurde nicht vom Platz gestellt nach dem Feuer an Ulsers, obwohl er
vom Platz gestellt werden müssen. Und darauf sagte Helmut Johansson auch, jeder objektive Beobachter muss eingestehen, dass unsere Niederlage durch Zutun des Schiedsrichters zustande kam. Ein solcher Mann wie Aldinger muss von der Schiedsrichterliste gestrichen werden. Und ja, wie gesagt, ja, sehr ärgerliche 2:3-Niederlage, nach der man bis, ich glaube, 18 Minuten vor Schluss sich gerade ja, geführt hat. Ja, das war schon der Saisonauftakt. Auch ein anderes sehr, sehr bitteres Spiel, wo wir schon mal dabei sind, gegen auch ein rheinisches Team, war am Nachholspiel am 24. März gegen Borussia Mönchengladbach, die immerhin der spätere deutsche Meister sein sollten. Das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Man hat in einer vermeintlichen späten 1:1 Ausgleich gemacht. 30.000 Fans haben jubelt und den Platz gestürmt, was damals ja nicht unüblich war nach großen, auch normalen Spielen, die gut ausgingen, dass man den Platz gestürmt hat. Und dann schlug dieser Jubelsturm allerdings ein blankes Entsetzen um, als klar wurde, dass das Schiedsrichter Frickel den Treffer nicht anerkannte, was die Zuschauer halt im ersten Moment überhaupt nicht realisiert haben. Daraufhin musste, also der Schiedsrichter, also das Treffer wurde nicht anerkannt, weil der Schiedsrichter 1 Minute Nachspielzeit angezeigt hatte. Das Spiel aber, wie das NDR-Fernsehen hinterher bewies, nach 55 Sekunden abgeschossen hatte und das Tor fiel halt in der 56. Sekunde. Also wirklich 1 Sekunde also vor dem Tor das Spiel abgeschossen. Und daraufhin musste der Schiri unter massivem Polizeischutz aus dem Stadion geleitet werden. Weil, ja, fanden die Leute, es steht tumultartige Szenen. Also da war der Wyatt-Mob schon aktiv. Offenbar, ja. Den ersten Saisonsieg gab es am 8. Spieltag erst mit 3:1 gegen Frankfurt. Ja, zum Hinrundenabschluss auch wieder nur 6.352 Zuschauer beim Sieg gegen Stuttgart. Auch an der Vereinsspitze hat sich was getan, weil Ernst Fricke erkrankt war, hat Rudolf Müller da die Führung übernommen und im Winter einigte man sich dann mit Helmut Johansen, dass der Vertrag nicht verlängert werden würde. Und Johansen schloss sich dann mit keinermaßen ja Hannover an und hat allerdings noch dafür gesorgt, dass Otto Knefler zum Nachfolger auserwählt wird. Wie gesagt, das war schon im Winter klar. Und auch und dieser Winter war sehr lang und hart. Am 10. Januar gab es das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga der Fall, dass ein ganzer Spieltag witterungsbedingt abgesagt werden musste, wegen halt Schnee und Eis. Dadurch gab es im Abstiegskampf einer auch noch Terminnot. Keine Terminnot gab es noch durch den DFB-Pokal, denn da hat Eintracht sich mit 0:1 bei Jahn Regensburg schon im Januar verabschiedet. Und das Kapitel somit schnell geschlossen. In der Liga hat man erst am vorletzten Spieltag die Klasse gehalten. Zwar hatte man an diesem vorletzten Spieltag 1:2 zu Hause gegen Hertha BSC verloren, allerdings hat der MSV Duisburg in den letzten 13 Minuten oder gegen 1860 München ein 0:1 Rückstand und ein 2:1 umgebogen und somit 1860 vorzeitig neben Alemannia Aachen, die ja noch amtierender Vizemeister waren, als amtierender Vizemeister abgestiegen sind. Kann nur der erste FC Nürnberg noch besser. Und da konnte er damals. Ja, also wie gesagt, standen halt 60 und Aachen als Aachen sowieso, die waren ganz abgeschlagen letzte, aber standen 60 und Aachen eben als ja, Absteiger fest schon vor dem letzten Spieltag. Ja, allerdings war es kein wirkliches Happy End. Wie gesagt, beim letzten Saisonheimspiel gegen Hertha an diesem vorletzten Spieltag, wo Eintracht eben verloren hat, gab es man auch in der Halbzeitpause auf dem Abstiegsplatz stand, gab es Johansen Rausrufer, obwohl er ja eh gehen sollte, aber halt vor dem letzten Spiel wollten die Zuschauer ihn dann nochmal geschasst sehen anscheinend. Und am Ende, dadurch, dass am Ende auch noch der Zuschauerschnitt wegen der schlechten Saison auf 14.308 gesunken war, hatte man ein Defizit von 200.000 Mark für das Kalenderjahr 1969 über 355.000 Mark in den Taschen. Und dieses Defizit musste man eben vor allem mit Verkäufen und Spielern auffangen. Bernd Dörfel ging zu Servette Genf, Erich Maas zum FC Bayern München, Hartmut Weiß zurück zum VfB Stuttgart. Da hat man insgesamt 350.000 Mark Transfererlöse eben erzielt und davon abgezogen werden mussten eben die Transferausgaben in Höhe von 170.000 Mark. Da kam ein gewisser Dietmar Erler aus Dortmund, der noch eine wichtige Rolle spielen sollte im kommenden Jahrzehnt. Und ein Spieler namens Skrotzky vom Wuppertaler SV. Und ja, wie gesagt, Eintracht wurde 16. in der Saison 1969, 1969, 1970. Das war damals noch kein Abstiegs- oder Relegationsplatz, deswegen ist man
drin geblieben. Der Meister, wie gesagt, war Gladbach. Ja, dadurch, dass eben Johansson, Helmut Johansson gegen einige Spieler weggebrochen waren, schon Eintracht, war denen vor einem großen Umbruch und langsam von dieser Meistergeneration sich teilweise verabschiedet werden musste und neue Spieler, gute Spieler kommen mussten. Allerdings, einen freudigen Moment gab es noch, nachdem man in der Hinrunde noch 1:1 zu Hause gespielt hat, gelang Eintracht in der Rückrunde ein 2:0 Derby-Sieg in Hannover. Das wollen wir ja auch noch gerade zur aktuellen Zeit nicht unerwähnt lassen, ne? Natürlich ja, nicht. Das ist nochmal der positive Abschluss im Abstiegskampf, wichtiger Sieg bei den Roten. Ja, so ein bisschen die Ausrutschersaison. Also es wurde danach dann erstmal wieder besser. Aber wie gesagt, viel, also wurde auch gemutmaßt, ob es einfach zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gestimmt hat und das dann reinspielte. Halt auch noch viel Pech in der Saison, gerade auch das am ersten Spieltag. Und dann hat wohl eins zum anderen gekommen, aber man ist drin geblieben. Und dann ging es wieder etwas bergauf, das war in der Saison 1969-70 das Ende der Johansson-Ära. Ja, Dankeschön dafür. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese kleine Geschichtsstunde auch für heute und hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit der nächsten regulären Folge wieder. Ja. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.